die Intensivstation des Uniklinikums Aachen. Hier werden aktuell mehr als 50 Patienten behandelt, die nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden. Eine schwierige Aufgabe, die die allermeisten Krankenhäuser in Deutschland bislang gut bewältigen können. Zu Beginn der Pandemie waren viele besorgt, das Gesundheitssystem könne der Infektionswelle nicht standhalten. Wir mussten auch verstehen lernen, dass wir die Zeit eben nutzen können und nutzen müssen zur Vorbereitung, weil die Bilder gerade aus Bergamo zu der Zeit haben uns schon alle sehr erschrocken. Wir hatten auch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen aus Bergamo und wir waren ganz fest entschlossen, dass wir dieses eben hier nicht Realität werden lassen wollten. Anders als in anderen europäischen Ländern sind die Intensivstationen in Deutschland bislang nicht überlastet. Ein Zwischenerfolg. Die erste Message ist, dass wir sehr dankbar sind, weil die Menschen und die Politik zugehört haben und sich sehr diszipliniert verhalten haben, sodass jetzt wirklich das Aufkommen gerade in Deutschland hier wesentlich geringer ausgefallen ist, als wir das befürchtet haben. Der Mediziner Marx ist zuversichtlich, dass seine Klinik auch die weiteren Herausforderungen bewältigen kann. Aus, dass wir eine gewisse Anzahl von Covid-19-Patienten auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder aufnehmen werden. Und wir sind darauf vorbereitet, dynamisch zu reagieren, falls plötzlich dann doch so die sogenannte zweite Welle höher ausfällt, als wir das vielleicht im Moment antizipieren. Der Weg dürfte noch lang sein.